Ah, von hier ist auch. Du kriegst ja schon Falten. Moin Internet. Hi. Wir sind heute unterwegs auf der Weihnachtsflair in Dortmund. Es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Weihnachtsmarkt, wo man super viele handwerkliche Sachen kaufen kann, die die Leute selber gemacht haben. Oder es gibt auch verschiedene andere Händler, die einfach ausstellen. Und natürlich gibt es super leckeres Essen, wo ich mich persönlich gerade am meisten drauf freue, weil ich einen riesen Hunger habe. Und ich glaube, du auch, oder? Ja. Und der Weihnachtsmarkt befindet sich, beziehungsweise die Weihnachtsflair befindet sich auf Schloss Bodelschwing. Warum sollte man zur Weihnachtsflair gehen? Weil dieser Park und dieses Schloss nicht öffentlich zugänglich ist den Rest des Jahres über. Denn es handelt sich hier wirklich noch um den Privatbesitz einer alten Adelsfamilie, und zwar der Familie Knyphausen. Und wenn ihr den Namen schon mal irgendwo gehört habt, dann habt ihr vollkommen recht, denn der Musiker Gisbert zu Knyphausen ist Teil dieser Familie. Das ist ein Funfact, den ich vorher auch noch nicht wusste. Und auf der Website wurden ausdrücklich Fotografen eingeladen, weil es hier super viele schöne Motive gibt. Und wenn man das nur zweimal im Jahr irgendwie die Möglichkeit hat, hier dieses Gut zu besuchen, dann sollte man sich das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Prank ist nur Wasser. Boah, also ich bin jetzt schon gesagt, ich will jetzt keine Bratwurst mehr. Schaut mal, das habe ich beim Cyber Monday ergattert. Einen wunderschönen Fotorucksack. Und das Coole an diesem Fotorucksack ist, ich habe euch doch mal erzählt, dass es geil ist, wenn Fotorucksäcke hinten so ein Ding haben. Dieses Teil hat an der Seite so ein Ding. Das heißt, ich kann die Cam direkt rausnehmen und dann zumachen. Ohne dass das irgendwie ein Aufwand ist oder so. Alles automatisch. Alles auf automatisch. Weil so machen das die Richtigen. So machen das die Pros. So. Street Photography hat keiner gesehen. Oh ja. Was haben wir denn da? Da sehe ich doch was. Das ist schön. Schöne Farben. Interessant. Seht ihr zum Beispiel? Hier kann man zum Beispiel dann so machen. Ne? Dann hat man da all sein Zeugs drin. Also, nimm mal deine Pfoten da weg. Jetzt habe ich das super Weitwinkel drauf. Hui, da. Da bist du auch mit drauf. Schau mal, was ich übrigens mitgenommen habe. Der offizielle Komplizenstempel. Okay, also das war die Fotosession für heute. Ich habe zwei Bilder geknipst. So. Der Stab durchgeführt. Ja, und hat dann zu einem Milchbad geführt. Ja. Ja, okay. Dann probieren wir mal. Dankeschön. Wow, das ist gut. Lieber fünf Abmods als gar keine. Dann kann man im Schnitt ja immer noch. Ganz lieber genau. Fünf Abmods als Mods.